Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Hero 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, Ohmsbach hat neuerdings einen Güterbahnhof und wozu haben sie den? Richtig, die möchten Baumaterial haben und das kriegen sie jetzt auch und zwar via Flugzeug. Cargo-Flugzeug hier vorne. Jetzt, wir brauchen natürlich noch einen Bahnhof. Was wir auch noch brauchen, ist ein LKW-Port, damit das Baumaterial dann auch noch nach Spahl kommt. Jetzt würde ich aber sagen, lasst uns vielleicht doch zuerst die Fluglinie machen, damit wir hier ein bisschen was an Flugbetrieb haben. Allora, neue Linie von, oder haben wir die schon? Ich habe da eine Linie 1, Moment. Achso, das ist die, die ich jetzt gerade gemacht habe. Ich mach das mal weg. Ne, wir haben keine Linie, wir machen eine. Also, das wäre von hier, von diesem Cargo-Flughafen. Oh Gott, wo geht's jetzt hin? Ich brauche mal die Doppel-1, weil das ist eine neue Aufnahme. Ich weiß doch jetzt nicht mehr, wo ich den anderen Flughafen habe. Den finden wir aber, da bin ich eigentlich guter Dinge. Das war irgendwo, wo wir Baumaterial haben. Guck mal einer an, hier. Zack. Passt das oder kriegen wir eine Fehlermeldung? Ne, das funktioniert. Also, das wäre dann, ja, Cargo. Machen wir Cargo Air. Baumaterial. Ja, reicht eigentlich schon. Cargo Air, Baumaterial. Okay, passt. Gut, wir brauchen Flugzeuge. Und jetzt, ich habe gesagt, ich hätte gerne diese Antonov und das möchte ich eigentlich auch haben. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob ich die habe. Ja. Cargo. Und dann mal gucken. Antonov, weil das ist das größte Frachtflugzeug der Welt. Wenn ich da richtig informiert bin, da haben wir es ja auch schon. Da haben wir aber noch weitere. Okay, wir haben zwei verschiedene Antonöfer. Ich weiß nicht, ob das die Mehrzahl ist. Ich sag das jetzt einfach mal so. Ja, die oder die. Wobei, ist das nicht fast die gleiche? Wir nehmen mal das Teil. Und davon nehmen wir mal einmal den hier. Dann ihn hier. Ihn. Ja, reicht glaube ich schon. Drei Stück. Weil sonst haben wir hier wieder mehr Gekreise als gelandet. Das kann es ja auch nicht sein. Cargo Air Baumaterial. So, und jetzt wollen wir natürlich mal gucken. Und wir werden natürlich auch mitfliegen. Das ist selbstredend. Ja, ist ein Gerät. Okay. Und ist ein bisschen zu groß, glaube ich, für den Hangar. Das werden wir gleich sehen. Ja, das ist natürlich, ja, die Leute von Urban Games wussten nicht, dass mal so ein riesen Flugzeug gemoddet wird. Deswegen passt das so nicht. Und der Mod hat wahrscheinlich gedacht, also nur wegen dem Hangar mache ich das Teil jetzt nicht kleiner. Und da hat er auch recht. Weil, ja. Eieiei, das ist ja tatsächlich relativ groß, das gute Stück. Okay, komm du mal raus. Wir können mal einsteigen. Was haben wir an Kameras? Aha, wow, in luftiger Höhe befinden wir uns hier. Ja, sehr schön das Ding. Jetzt ist natürlich einmal mehr die Frage, wo fliegen wir mit oder wie fliegen wir mit? Wenn wir hier in den Cockpit einsteigen. Ich glaube nicht, dass das viel hergibt. Nein. Tag, Kollege. Und hier hinten der Frachtraum. Da gucken wir natürlich auch gleich mal kurz rein, wenn ich die Knöpfe erwische. Ja, interessant wäre natürlich noch, ob hier tatsächlich dann die Güter drin liegen. Also ob man die sieht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es tatsächlich nicht. Gut, wir steigen wieder aus. Und setzen uns auf den Flügel, würde ich sagen. Irgendwie, Moment, wenn wir so starten, dann sind wir jetzt auf der falschen Seite, dann brauche ich nur diese Seite. Okay, nochmal ein bisschen runter. Ja, das ist schon eine schöne Position. Da hinten sehen wir tatsächlich nochmal unsere Gleisbaustelle. Sehr nett. Und hier nochmal den Flughafen. Der ist natürlich auch mehr als nett. Wow, jetzt war mit diesen riesen Flugzeugen. Ich glaube, die kommen nicht mal Flügel aneinander vorbei, wenn man es genau nimmt. Aber eben, das sind Details. Wir starten jetzt. Also ich hoffe, wir starten. Ja, der muss natürlich jetzt erstmal die Triebwerke anwerfen. Das ist natürlich auch klar. Oder hat er ein Problemchen? Nein, ich glaube, der startet wirklich gerade durch. Beziehungsweise er startet dann gleich mal durch. Flugzeug, alles okay? Ja, jetzt. Wow, das sind halt schon wirklich Monster. Also ich weiß noch, als Kind, ich habe mich immer gefragt, wie so ein Teil überhaupt fliegen kann, wenn es doch so schwer ist. Es ist wie bei Schiffen. Irgendwie tonnenschwere Schiffe und dann schwimmen die aber doch irgendwie. Und dann sind sie noch irgendwie aus Eisen und Metall, was eh nicht schwimmen kann. Ich glaube, da muss man dann einfach ein bisschen älter werden. Bis man das Prinzip versteht. Weil es funktioniert ja, man sieht's. Uiuiui, okay, wir setzen gleich mal zu einem wilden Schwenk an. Das ist halt so irgendwie, weiß auch nicht, so eine Dokumentationen-K
Kamera. Wie soll man dem denn sagen? Also so, wo eine Doku gedreht wird über, keine Ahnung, Leistungsfähigkeit von Turbinen. Da sieht man meistens dann irgendwie so. Wenn wir in die Richtung mal gucken. Ja, da sehen wir nochmal den Flughafen. Ach, wir müssen komplett abdrehen. Das ist aber cool, das gefällt mir. Ich mag's, wenn Flugzeuge nicht einfach steigen, geradeaus fliegen und dann wieder landen. Und das macht dieses Flugzeug definitiv nicht. Dann zuerst gleich mal eine Riesenkurve. Da unten sehe ich, glaube ich, sogar den IC durchfahren. Nett. Und jetzt weit ist es eh nicht. Das heißt, wir senken dann gleich da unser Haupt. Wir sind aber auch noch nicht schnell. Also im Prinzip sind wir immer noch im Steigflug. Jetzt nimmt er Fahrt auf. Okay. Er wird aber wahrscheinlich relativ schnell tatsächlich wieder runterbremsen können. Ja. Antonov 124, 100 m. Was heißt denn 100 m? 100 Meter wahrscheinlich ja nicht. Oder ist das Teil 100 Meter lang? Ich weiß es nicht. Aber ein schönes Bild, eine schöne Kamera, die wir hier haben. Mit der kann man tatsächlich relativ viel machen. Und jetzt senken wir es schon wieder. 500 km/h haben wir drauf. Ist da vorne der Flughafen irgendwo? In dem Fall wahrscheinlich ja. So, dann haben wir diesen hier. Vielleicht sogar wirklich mit den Turbinen nochmal. Ach, da ist ja der Flughafen. Jetzt sehe ich ihn. Ja, okay, Taket steil runter. Macht er das in einer Biege sozusagen? Also ohne jetzt hier nochmal eine Schlaufe zu ziehen? Offensichtlich ja. Dann wird er jetzt aber eine relativ fette Kurve machen müssen. Ich glaube, er setzt auch gerade dazu an. Oder fliegt aus der Map raus? Nein? Wow, cool. Er setzt tatsächlich so Kurve an. Da ist der Flughafen. So, dann mal drehen. Ich lasse die Cam mal so, dass wir so landen. Ja, und jetzt fehlen natürlich noch die Züge. Und da gab es unter anderem einen Kommentar. Heißt, ich mach doch mal Krokodile. Auf der Map hast du noch keine. Dann hat jemand darunter geschrieben, doch, doch, die haben wir. Und dann hat jemand geschrieben, nein, er hat wirklich noch keine. Die sind auf der Streaming-Map. Und dann habe ich mal überlegt und ich glaube, wir haben tatsächlich hier noch keine Krokodile. Und das geht nicht. Das ist fahrlässig, Herr Heisenberg. Deswegen, also diese Zuglinie, die wir jetzt machen, die Züge, die das Baumaterial in die Stadt bringen, da hinten, wo wir den Güterbahnhof hingestellt haben, ja, ich würde schon sagen, das werden Krokodile. So, wir sind gelandet. Wunderbar. Ja, schön, dann haben wir die Antonov auch auf der Anlage. Das freut mich natürlich sehr. Herzlich willkommen hier bei uns. Und wir haben sie gleich mal in dreifacher Ausfertigung. Der andere Kollege landet wahrscheinlich gerade, ich sehe ihn nicht. Naja gut, also jetzt brauchen wir hier aber einen Bahnhof, und zwar einen Güterbahnhof. Und da würde ich sagen, warum nicht vielleicht sogar hier irgendwie? Ja, schau mal, was haben wir denn an Bahnhöfen, an Güterbahnhöfen? Ja, immer ein bisschen die gleichen halt leider. Da können wir aber selber was machen. Lass mich mal schnell gucken, wenn wir... Vielleicht finde ich ja den Güterbahnhof heute noch, da ist er doch. Wir brauchen... Ja, im Prinzip könnte man den Kopfbahnhof machen. Ich mache aber jetzt tatsächlich den hier. Länge 3,20, dass wir auch ein bisschen was ans Krokodil ranhängen können. Und Gleis brauchen wir eins, weil wie gesagt, in die andere Richtung, das machen wir mit den LKWs. Und ich werde jetzt tatsächlich erstmal den Bahnhof hier hinsetzen. Und danach werde ich schauen, dass wir das mit den LKWs machen, bevor wir den Zug machen. Und jetzt hier könnte man doch, wenn wir konfigurieren... Ja eben, wir haben hier die ganzen Sachen von diesem britischen Bahnhof. Das wäre natürlich schon auch noch was, wenn wir das irgendwie hier hinsetzen könnten. Wir können noch nicht, weil wir haben den Platz nicht. Da ist die Straße. Irgendwas möchte ich hier noch hinmachen, dass das nicht einfach wieder so ein Güterbahnhof ist, wie wir ihn sonst haben. Ich erwische aber auch immer gleich die größten Sachen. Was ist das gleich nochmal? Steht das? UK-Style Plattform for Passenger. Ah, damit könnten wir noch einen Passagierflug. Einen Passagierbahnhof draus machen. Das macht nicht viel Sinn, weil das zumindest im Moment noch ein reiner Cargo-Flughafen ist. Aber wir können natürlich auch den Cargo-Flughafen konfigurieren, dass wir hier dann Passagiere haben. Dann können wir hier irgendwie so ein Teil machen. Ne, das ist wieder zu groß. Das kriege ich da nicht hin. Irgendwie so ein Mäuerchen. Macht das Sinn? Ich weiß gar nicht, was das ist. Das ist irgendwie wahrscheinlich noch nicht fertig. Also sprich, da muss man noch weiter bauen, sonst macht das so keinen Sinn. Hier hinten wird das Ganze zum Kopfbahnhof. Möchte ich nicht. Ne, lassen wir es. Dann lassen wir den mal so, wie wir ihn haben. Ist doch auch okay. Gut, aber jetzt kommen wir zuerst zu den LKWs. Die haben wir nicht hier, sondern hier. Dann bauen wir ein Cargo-Teil. Ja. Ja, ein Parkhaus, nö, das möchte ich tatsächlich nicht.
Nee, das sind aber Depots. Ich brauche die hier. Warum nicht sowas Riesiges? Ich meine, es ist ein Flughafen. Also da macht es doch eigentlich auch Sinn, wenn wir sowas haben. Die Frage ist nur, kriege ich das irgendwie noch hier rein? So, ja. Und man sieht, der Flughafen hängt dann tatsächlich dran. Mach ich. So, aber irgendwie so mit der Straße separat. Moment. Bisschen weiter zurück, dass das hier noch am Bahnhof dran hängt. Vielleicht sogar ein bisschen parallel zum Bahnhof. Ja, würde passen. Wisst ihr, was mir halt noch besser gefallen würde, wenn das Teil genau nebenan wäre? Deswegen, ich schnapp mir mal schnell den Bagger. Weil diese Straße, die muss nun nicht unbedingt genau dort durch, wo wir das Gebäude haben wollen. Das muss nicht sein. Wenn ich dich jetzt hier hinsetze und dann eine Straße runter mache, dann ist halt die Frage, ob das Teil noch dran hängt. Aber cool wäre es natürlich. Mach das mal. Ja, gefällt mir, gefällt mir. Jetzt ein Sträßchen schnappen. Und dann wollen wir doch mal gucken. Kriege ich das irgendwie hier rein? Moment, das machen wir mit der Kurve. Einmal so. Ich gehe mal stark davon aus, das reicht eigentlich schon. Jawohl, da hängen wir dran. Wir haben hier aber nochmal so ein Teil. Das geht dann hier rein. Ja, ist doch okay. Sauber, dann haben wir ja auch schon wieder ein bisschen Leben. Ja, ist in Ordnung. Gut, jetzt von hier geht's nach hier vorne. Ja, da würde ich sagen, wir bauen gleich mal Kollege Straße ein bisschen aus. Überland. Mit der hier, was haben wir für ein Tempo? 50, nö, nö, nö. Überland habe ich angeklickt. Da haben wir 80, jo. Ich würde sagen, das könnte man eigentlich machen. Ein 80er Sträßchen. Oder sollen wir? Nee, wir machen 80er. Ich habe gerade überlegt, ob wir die Autobahn hier hinziehen. Werden wir wahrscheinlich sowieso irgendwann machen. Das würde ich aber nicht jetzt machen. Gut, da haben wir die Straße. Hier haben wir die Straße ebenfalls. Jetzt möchte ich aber natürlich die Straße hier auch wieder verbinden. Also das ist weniger ein Möchten als ein Sollen. Aber egal. Das wird auch mal hier noch modifiziert. Und dann brauche ich wieder die Kurve. Und dann gehen wir irgendwie hier rauf. Beziehungsweise lass mich mal schnell gucken, dass wir hier so ein bisschen straight ahead dran vorbeigehen. So, dann da rein. Und hier geradeaus. Ja, ich denke, das sieht sogar besser aus als vorher. Mit diesem komischen Geschlängel, was sie da hatten. Sehr schön. Wir haben einen Bahnhof. Und jetzt, ja, haben wir einen LKW-Port. Jetzt brauchen wir das natürlich hier hinten noch. Und wir müssen wissen, wo in Spahl muss das Baumaterial hin? Hier hin. Sehr gut. Das heißt für mich, wir schnappen hier wieder ein Gebäude. Jetzt natürlich wieder das entsprechend kleine. Oder wir machen hier halt mal so ein Teil hin. Damit decken wir ja auch einen großen Teil eigentlich ab. Dann haben wir nicht überall dieses kleine Teil. Ich würde gerne dich haben. 20 Meter. Ein bisschen breiter darf das sein. Wow, okay. Umrandung. Mauer. Boden. Asphalt. Ja, ja, Asphalt ist okay. Jetzt kriege ich das aber hier nicht mehr rein, weil das hier zu lang ist. Mache ich wieder ein bisschen kürzer. Und setzen dich hier rein, wenn es irgendwie geht. Also wir machen das halt auch nochmal mit einer Zufahrtsstraße. Dass es hier ein bisschen weiter weg ist. Okay, wir haben eh gerade ein Autosave. Deswegen wird das gerade nicht gebaut. Das wird aber gleich gebaut. Und jetzt bräuchte ich hier das städtische Sträßchen. Das taucht gleich auf. Sobald Kollege Autosave weg ist, macht Schlurz, dann ist das Ding da. Na, dauert halt ein Momentchen. Wir haben dermaßen viele Mods mittlerweile. So, jetzt. Okay, das ist aber, sehe ich gerade. Zack. Eine Einbahnstraße. Einmal so und einmal so. Und dann haben wir das bereits. Gut, wir brauchen einmal mehr eine neue Linie. Von dem Bereich hier geht's nach hier hinten. Hier rein. Jawohl. Und das ist dann... Ach du Grüne. Ja, Flughafen. Machen wir Flughafen. Cargo. Baumaterial. Und da wir das nicht an jeder Ecke haben mit dem Flughafen, ein Flughafen, da wir das nicht an jeder Ecke haben, lassen wir das so. Da schreibe ich jetzt keine Stadt mehr hin. Haben wir sowieso hier im Fahrplan drin, sowieso auch. Also, passt. Dann hier noch ein schönes Depot hin. Oder haben wir hier ein Depot? Wahrscheinlich ja, weil hier haben wir eine Buslinie. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, hier hinten, da passt aber auch noch ein Depot hin. Hier zum Flughafen, hier in diesen Bereich rein zum Beispiel. Was haben wir denn an schönen Depots? Wir gucken mal. Alles mögliche, wie man sieht. Ein Amazon-Depot, das haben wir auch schon verbraten. Das passt extrem gut zum Flughafenbereich, finde ich. Deswegen würde ich das hier glatt nochmal nehmen.
wir drehen das aber mal und stellen das irgendwie hier oben hin. Wie sieht das aus? Kann man machen. Ja, ein bisschen mit Abstand, damit wir das nochmal mit der Straße separat machen. Zack, okay. Und ihr seht, das mache ich jetzt nicht mal, weil wir ein Depot brauchen. Sondern tatsächlich, auch weil es eben optisch einfach gut aussieht. Was ist das denn für eine Straße hier? Ja, wir machen die hier. Okay, passt. Sauber, dann haben wir das. Jetzt könnte man das natürlich noch entsprechend bemalen. Das würde ich auch tun, aber jetzt nicht im Moment. Ich möchte nämlich die Krokodile dann noch sehen. Jetzt brauchen wir aber erst die LKWs. Wer transportiert für uns Baumaterial? Ich würde sagen, da nehmen wir mal nichts Ungewöhnliches, wie wir es jetzt schon ein, zwei Mal gemacht haben. Sondern nehmen irgendwas, was Baumaterial transportieren kann. Zum Beispiel diese Schenkerteile. Oh, hier sogar mit Anhänger. Sehr gerne. Machen wir mal zwei von euch. Jetzt muss ich sie wieder finden. Wo sind meine Anhänger? Hier unten. Dann hätten wir noch gerne sechs von euch. Sehr schön. Zuweisen. Plupp. Wunderbar. Da kommen sie auch schon raus. Dann sehen wir die auch noch. Und jetzt würde ich halt ganz gerne noch die Strecke fertig bauen. Das sollte eigentlich kein großes Ding sein. Den Bahnhof haben wir ja schon im anderen Städtchen. Und hier werden wir jetzt aber doch... Ich würde gerne ganz kurz einsteigen. Ja, da haben wir nur diese Kamera. Ganz einfach, weil... ja, wir fahren hier halt am Flughafen noch vorbei. Das sieht doch sicher relativ nett aus. Und coole Lastwagen, muss ich sagen. Ich wusste gar nicht, dass wir die haben. Ich bin immer wieder überrascht, was wir alles an Mods haben. Schon cool. Fährst du hier rein? Nein, er fährt auch durch. Okay. Da hinten sehen wir wieder die Antonov. Genau, das wollte ich eben jetzt hier so rechts. Ja, einmal durch die Leitplanke durch. Genau, warum auch nicht. Das schont die Reifen. Oder auch nicht. Ah, und hier wieder der wunderbare Flughafen. Das ist halt schon einfach ein extrem cooles Teil. Ich weiß, ich sage es immer wieder, wenn ich so einen Flughafen sehe bei Transport über 2. Da hinten startet gerade die Antonov. Aber ich sage es ja auch, weil es eben wirklich so ist. Also, das sieht halt einfach granatenmäßig aus. Das Teil. Gut, wir steigen wieder ein. Wieder ein bisschen nach vorne. Huch, falsche Richtung. So, ja, einfach auf der Landstraße geht es jetzt halt in Städtchen rein. Also da haben wir das Grobe eigentlich eh schon gemacht. Sehr schön. Wunderbare Teile, wie ich finde. Und jetzt Thema Bahnhof. Oh, wisst ihr was? Das ist hier natürlich Käse. Das kann ich euch jetzt schon sagen, was wir hier an Ausfahrt gemacht haben. Da kommen wir mit unserem Gleis nicht rüber. Werden wir gleich sehen. Wenn wir 160er, das Krokodil ist relativ langsam. Ja, das kann so nicht funktionieren. Okay, ich mache mal kurz Pause, damit die LKWs keine Krise kriegen. Das kommt nochmal weg, das kommt auch weg. Erst das Gleis. Genau, das führt uns hier so raus. Und jetzt muss ich halt doch nochmal kurz zum Thema Straße zurückkommen. Das müsste eigentlich trotzdem gehen. Wenn wir das so machen, dann sieht das eigentlich fast cooler aus. Ich weiß, die LKW fahren dann ein bisschen weiter. Das ist mir aber relativ egal. Also das gefällt mir besser wie vorher. Dann fährt hier der Zug und hier fahren die LKWs. Das ist ja nicht das Depot. Ne, das Depot ist da. Naja, die fahren dann hier rein. Sehr cool. Also, ein zweites Gleis bräuchte ich noch. Ja, funktioniert auch perfekt. Jetzt muss ich schnell gucken, wo sind wir stehen geblieben? Hier unten. Genau, wir folgen hier dem Gleis vom Hybrid. Das machen wir tatsächlich, soweit wir es können. Und dann machen wir oben die Biege. Und dann gehen wir in unsere Gleise rein. Wenn ich hier diesen mache. Ja, ist okay. Dann hier ein bisschen gedreht. Zack, müsste sogar das richtige Gleis sein. Und das ist das, was ich gemeint habe. Das ist natürlich jetzt keine Riesenarbeit mehr gewesen. Zack, wunderbar. Wir bräuchten noch eine Weiche. Hätte ich gerne. Hier haben wir eine. Und hier hinten haben wir noch keine. Lada. Einmal eine schöne Weiche hier. Passt, wir brauchen Signale. Krokodilsignale gibt es, glaube ich, nicht. Was ist das Schönes? Funktioniert aber auch. Machen wir die hier hin. Die stehen ein bisschen anders, sehe ich das richtig. Und vor allem, das Teil fliegt leider. Ja, und ich kann die Höhe nicht verändern. Schade. Was haben wir hier noch Schönes? Ja, Moment. Ne, falsche Seite. Ja, hier haben wir die Zwergsignale. Ne, dann nehmen wir irgendwie was... Jetzt hätte ich fast gesagt, was Normales. Ich meine, das sind alles Signale, die sind alle irgendwo normal. Aber dann nehmen wir die gängigen. V,
formulieren wir es doch so. So, einen Block hier. Hier einen Block. Und hier oben ist eh schon Feierabend. Dann machen wir hier den Halt vor der Straße. Hier machen wir den. Ja, dann passt, weil wir wollen ja auch eine gewisse Länge haben. Gut, das wäre dann die neue Linie für die Züge von hier. Hier hin. Sehr gut. Und das ist dann Cargo. Ich bleibe mal bei Cargo. Cargo. Krokodile. Baumaterial. Weil, wenn wir gucken wollen, ob wir Krokodile haben, falls ich das irgendwie in 2-3 Wochen wieder nicht mehr weiß. Dann haben wir die jetzt so benannt, dass wir sehen. Ja, wir haben Krokodile auf der Anlage. Also im Moment noch nicht, aber die kaufen wir jetzt. Jetzt brauchen wir aber hier noch ein Depot. Ja, ich baue hier auch nochmal eins. Ganz einfach, weil die auch gut aussehen. Wir nehmen... Irgendwie den Klassiker, die Monorail habe ich auch noch. Genau, die werden wir auch noch nutzen. Das ist natürlich dann wieder etwas für ein größeres Städtchen. Oh, hier wäre ja... Okay, da muss ich gar nicht überlegen. Das passt hier perfekt rein. Dann nehmen wir es natürlich auch. Zack. Kommen wir jetzt mit dem Gleis vom Depot in unser Gleis rein. Keine Ahnung. Werden wir gleich wissen. Doch, das geht problemlos. Da muss ich einfach hier andocken. Okay. Und dann hier rein. Und schon passt das. Wunderbar. Hier noch kurz diesen aktivieren. Und dann kaufen wir uns die Krokodile. Ich mache kurz eine Sicherheitsspeicherung. Ja, ich weiß, Krokodile haben wir jetzt wirklich in der Streaming-Map und so weiter. Oder auf der Streaming-Map auch schon relativ oft gehabt. Da ist nie was passiert. Ja, aber das Problem ist dann teilweise, man lädt neue Mods hinzu. Und wer weiß, ob jetzt nicht diese neue Mod, seien es diese Lastwagen zum Beispiel, ich weiß jetzt nicht, wie neu die sind, dass die dann ein Problem haben irgendwie mit einer anderen Mod. Eben mit den, zum Beispiel den Krokodilen. Und dann hat man natürlich den Effekt, dass plötzlich, obwohl die Krokodile immer funktioniert haben, das Ganze dann eben trotzdem abnippelt. Wo haben wir sie denn? Oh, die hier haben wir natürlich auch noch, diese AE-814. Ja, ich würde sagen, das hat sich da mal gelohnt zu speichern. Weil die hier, die möchten nicht. Ich muss mal gucken, was mit denen nicht stimmt. Ja, ich dachte, die hätte ich relativ frisch installiert gehabt, aber ja, ihr habt es gesehen. Zack, und Spiel war weg. Naja gut, wir haben ja unser Standard-Krokodil. Das ist sowieso das schönste aller Krokodile, behaupte ich jetzt mal frech. Deswegen nehmen wir dich. Cargowagen. Irgendwas, was Baumaterial transportiert. Wir fangen mal oben an. Ja, die zum Beispiel. Was haben wir hier denn noch Schönes? Oh, ich sollte nicht so viel klicken. Nachher haben wir wieder irgendwas, was nicht läuft. Nein, ich habe gespeichert. Ist kein Ding. Also, Baumaterial, Baumaterial, Baumaterial. Da, bei denen hier. Rungenwagen RM. Verbandsbauart. Warum nicht? 7 Varianten. Nehmen wir mal die hier. Wie schnell sind die? 65. Oh Gott, die sind ja nochmal 10 Kilometer langsamer. 10 Stundenkilometer langsamer als unser eh schon langsames Krokodil. Ja, ich guck nochmal. Ah, die wären auch schön gewesen. Oder die hier. Aber ja, bringt ja nichts, wenn sie kein Baumaterial transportieren können. Jetzt kommen wir hier zu den normalen Teilen. Was ist das hier? Ein Säuretopfwagen. Ja, geht auch nicht. Wir schauen nochmal. Nee. Geht auch nicht. Geht auch nicht. Aha, geht ebenfalls nicht. Geht ebenfalls nicht. Die hier wahrscheinlich. Jawohl. Ganz normale Rungenwagen. Die hier wären auch cool. Das Problem ist, die sind halt nicht beladen. Und wir werden hier nicht so viel Baumaterial kriegen, dass die beladen sind. Also deswegen lasse ich die mal weg. Ist zwar bei denen, glaube ich, das Gleiche. Naja, wir machen die. 120 km/h, das passt. Hängen wir hier mal. Nee, nicht kaufen. Halt, was mache ich denn jetzt schon wieder? Ja, weg mit euch. Erstmal hinzufügen. So, so rum. Jetzt haben wir gesagt, wir machen die auch ein bisschen länger. Ich denke, 200 Meter passen. Und Anzahl Züge machen wir 4. So lang ist die Strecke nicht. Okay, zuweisen. Cargo-Krokodile Baumaterial. Sehr schön. Aha, das Spiel läuft nicht. Genau. Jetzt. Schön. Krokodil-Time. Nett. Ja, die kann ich also wirklich jedes Mal im Prinzip wieder nehmen. Ich liebe die Teile einfach. Da kommt so der kleine Heisi wieder durch. Weil ich die halt schon immer geliebt habe. So, wir steigen natürlich gleich mal ein, beziehungsweise nö. Lasst uns das so machen, der fährt und danach nehmen wir den zweiten, dann können wir den noch drehen, damit wir hier wirklich noch in den Bahnhof reinfahren. Jetzt muss ich aufpassen, jetzt habe ich natürlich wieder absolut keinen Plan mehr, wie lange die Folge ist. Naja gut, das kriege ich irgendwie hin.
Ich glaube, knapp 20 Minuten waren das vorher. Jawohl, hier ist die Doppelkreuzungsweiche aktiviert. Deswegen kann der Zug auch direkt auf sein Gleis fahren. Sehr schön. Ja, es ist, ich sag's immer wieder, es ist ein Bild von einem Zug. Gut, lassen wir dich fahren. Wir haben hier keine Signale, sehe ich gerade. Da machen wir noch schnell welche. Depot-Signale. Können wir gerne hier vorne machen. Und hier. So, spielt eigentlich keine Rolle. Geht nur darum, dass da natürlich die Züge ein bisschen näher raus können. Jetzt gehe ich schon mal gucken. Ich glaube, hier haben wir die normale Kamera. Jawohl. Da haben wir sonst nichts. Sehr gut, dann schauen wir uns den Zug mal so noch ein bisschen an, bis wir aus dem Depot raus sind. Und danach würde ich dann gerne dazu übergehen. Ja, wenn wir ihn gedreht haben, dass wir dann sozusagen in die normale Kamera übergehen. Schön hier mit dem Bahnübergang. Da ist natürlich kein Verkehr. Doch, hinten, guck mal, da kommen sogar ein paar Fahrzeuge. 20 km/h. Das ist, weil er noch im Depot drin ist mit einigen Wagen. Man sieht, jetzt wird er schneller. Er wird beschleunigen auf 75 km/h. Schneller ist das gute Stück nicht und muss es auch nicht sein, weil hier zählt nicht das Tempo. Hier würde ich sagen, zählt die Macht. Das Gewicht zum Beispiel. Also einmal drehen. Den Knopf hatten wir hier. Und dann steigen wir hier wieder ein. Und jetzt kommt er, je nachdem, nicht in sein Gleis. Das spielt aber keine Rolle. Dann nimmt er eben das... Ah doch, da vorne ist er die Weiche. Doch, doch, da kommt er tatsächlich problemlos hin. Ja, so ist doch gar nicht schlecht. Hallo Kollege. Gefällt mir. Da hat man ein bisschen wirklich... Man sieht, dass es ein Krokodil ist wegen dem Teil vorne. Ja, er muss warten, bis wir hier im Bahnhof drin sind. Und wir kriegen jetzt hier natürlich keine Ladung, weil hier liefern wir ab normalerweise. Das Baumaterial, das kriegen wir ja auf der anderen Seite beim anderen Bahnhof. Aber schön. Das ist halt schon, wie schnell man hier immer wieder etwas hinstellen kann, was dann nach was aussieht. Das ist phänomenal. Das ist einfach halt Transportfieber. Hier mit dem Flughafen, dem Güterbahnhof, beziehungsweise dem LKW-Port, was wir dort haben. So, wir setzen uns wieder hin. Habe ich? Ich habe Signale gemacht. Doch, doch. Aber offensichtlich so schnell sind sie dann doch... Ah, da kommt nochmal ein Zug raus. Aha, hat der Vorfahrt? Echt jetzt? Nee, doch nicht. Er muss warten. Also wir dürfen. Sehr schön. Ich wäre mal noch ganz schnell. Ja, die Position wollte ich noch kurz haben. Ganz einfach, dass wir das auch mal noch gesehen haben. Jetzt gehen wir wieder rauf. Wieder rüber und wieder ein bisschen nach vorne. So, noch mal ein bisschen rüber und jetzt werden wir das so genießen. Hier mit unserem Krokodil. Hallöchen, Kollege. Brav am Warten. Sehr gut. Und wir haben jetzt zwar keine lange Strecke vor uns, es wird aber trotzdem ein Momentchen dauern natürlich, bis wir ankommen, weil einfach die Zugkomposition nicht unbedingt an die Tempobereiche eines IC rankommt. Aber eben muss auch nicht. Ich mag halt am Krokodil... Ja, logischerweise nicht das Tempo, weil der hat kein Tempo oder die hat kein Tempo. Aber es ist einfach geballte Kraft, die da daherkommt. So sieht sie zumindest aus. Gibt es ja leider nicht mehr, glaube ich. Aber im Verkehrshaus Luzern, da würde man, glaube ich, tatsächlich noch so ein Exemplar finden. Da muss ich eh mal wieder hin. Das ist eigentlich relativ cool dort. Kennen vielleicht viele Deutsche nicht. Das ist in Luzern. Im Prinzip ein Museum für Fahrzeuge. Alles, was man irgendwie rumfuhr in der Schweiz, ist dort irgendwie verankert. Also da, das geht hin bis zu Flugzeugen etc., Schiffe, alles mögliche. Ich war da, glaube ich, zuletzt zu Schulzeiten. Und das ist definitiv... Oh, Hallöchen. Wow. Das ist definitiv zu lang her. Da müsste ich wieder mal hin. So, und jetzt frage ich mich gerade, ob wir vielleicht ein bisschen übertrieben haben mit der Anzahl Züge. Oh, nee, wir haben sogar eine Fehlermeldung. Aha. Eigentlich wäre das hier richtig. Das hier auch. Ja, der Zug ist zu lang. Man sieht. Deswegen, er kommt hier gar nicht auf sein Gleis rauf. Ist das das Problem? Wahrscheinlich ja. Gut, das können wir natürlich schnell ändern. Nicht ersetzen. Ändern, genau. Weg, weg, weg. Und dann haben wir hier nochmal einen. Weg. Ändern. Zack. Und jetzt müsste er eigentlich... Jawohl, jetzt kommt er irgendwie dran vorbei. Sauber. Nee, doch nicht. Sie halten wieder. Wir haben wieder eine Fehlermeldung. Ich drehe dich nochmal. Dann kannst du nochmal neu Schwung holen. Einfach nochmal ganz in den Bahnhof reinfahren, bitteschön. Jawohl, macht er gut. Und wenn er sich jetzt dreht, dann kommt er problemlos raus. Dann ist auch die Fehlermeldung weg. So, wir hätten natürlich auch die Weiche einfach ein bisschen weiter nach hinten versetzen können.
Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. So, zack, das stellen wir da ein hier. Und dann steigen wir wieder bei dem. Jetzt hat er auch schon wieder angehalten. Ne, er fährt. Gut. So, steigen wir bei dem wieder ein. So, machen wir wieder den hier. Nach vorne. Ja, auch nett. Wobei, irgendwie, das hat mir vorher fast besser gefallen. Moment, ich drehe noch mal kurz. Oder nee, wir machen folgendes. Einmal runter und den entgegenkommenden Zug natürlich noch begutachten. Ja, ist auch noch leer. Der hat auch noch kein Baumaterial. Aber klappen müsste es theoretisch, dass wir Baumaterial kriegen. So, wir gehen wieder rauf. Ich möchte wieder diese Position haben für die Schlussstrecke. Ja, so, genau. So hatten wir es vorher, glaube ich, ungefähr. Ab in den Bahnhof rein, beziehungsweise nein, wir müssen noch mal kurz warten. Das andere Krokodil kommt zuerst raus. Ja, sind das zu viele Krokodile? Ich glaube nicht eben. Wir haben jetzt 4 Stück genommen. Das geht, wenn sie mal ein bisschen warten müssen. Ja, dann müssen sie das halt. So, und ich habe vorher Käse erzählt. Nee, wir laden natürlich nicht hier Baumaterial auf, sondern am Flughafen. hier wird das Baumaterial natürlich abgeliefert in der Stadt. Haben wir hier? Aber wir haben hier auch noch keine LKWs. Oh la 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 la. Okay, das müssen wir natürlich auch noch machen. Das wäre dann der letzte Punkt, der fehlt. Wir brauchen natürlich LKWs, die das Baumaterial hier in die Stadt reinbringen. Ganz klar. Das gehen wir gleich noch kurz an, weil das geht nicht lang. Dafür ist die Folge dann wahrscheinlich 40 Minuten lang. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Gut, weil sonst das geht vergessen, wenn wir Pech haben. Also, wir brauchen hier einen LKW-Port. Können wir hier hinsetzen. Dann würde ich aber sagen, wir müssen die Straße noch ein bisschen verändern, dahingehend, dass die auch drehen können. Hier in irgendeiner Form. Weil sonst sieht das nicht gut aus. Wenn wir so machen, müssen sie drehen. Das können wir aber auch mit der Straße machen hier. Ja. Okay, wenn wir jetzt hier einen LKW-Port machen. Mal gucken, ob wir es hinkriegen. Also das kriegen wir sicher hin. Die Frage ist eher, was nehmen wir. So habe ich es eigentlich gemeint. Irgendwie dieses kleine Teil. Würde ich hier, glaube ich, sogar noch reingehen. Jawohl, sehr schön. Nehmen wir. Wobei, wisst ihr was? Ich habe jetzt natürlich gar nicht geguckt, wo die das Baumaterial brauchen. Das wäre natürlich auch noch eine Idee. Ja, jetzt haben wir Glück gehabt. Sie brauchen es hier hinten. Gut, dann schnappen wir uns das Teil hier hinten. Machen das hier hin. Und dann müsste die Kette sozusagen geschlossen sein. Dass wir wirklich auch das Baumaterial bekommen. Wo machen wir dich hin? Sagen wir hier oben. Sehr schön. Neue Linie. Von hier runter zum Bahnhof. Sehr gut. Und das ist dann ganz einfach Baumaterial. Für Ohmbach. Jawohl. Ja, Moment. Da fehlt noch was für meinen Geschmack. Nämlich, dass wir das eben mit LKWs machen. So. Sehr gut. Ein Depot haben wir hier mit Sicherheit. Hier haben wir Busse. Jawohl, hier hinten. Wir brauchen LKWs. Nichts allzu Großes, weil wir verstopfen hier sonst alles. Ich würde sagen, wir greifen hier nochmal zu diesen eher kleineren Varianten. Irgendwie sowas in der Richtung. Ja. In schönem Blau. Davon 5 Stück, das reicht. Kaufen, zuweisen. Baumaterial. So, und jetzt ist die Linie sozusagen abgeschlossen. Jetzt müssen wir da hinten auch Baumaterial bekommen. Da kommen sie raus. Auch sehr schön. Wow, coole Farbe. So ein richtig intensives, fettes Dunkelblau. Mal einsteigen. Mhm. Auch hier die normalen Camps. Also, beziehungsweise... Oh, Hallöchen. Beziehungsweise eben die Kamera, die wir wirklich selber einstellen können. Sehr schöne Teile. Gefallen mir extrem gut. Ist halt wieder gleich irgendwie so mit LKWs spielen. So mit Miniatur-LKWs. Mini-Autos. Und das macht natürlich eh Spaß. Gut, aber dann würde ich sagen... Dann haben wir diese Linie jetzt im Prinzip fertig, beziehungsweise die Kette mit dem Baumaterial. Das müsste soweit passen. Die Frage ist, wie lange dauert es, bis wir beim Flughafen hier hinten dann tatsächlich Baumaterial abgeliefert kriegen. Das werden wir beobachten. Wir können ja mal schnell gucken. Ne, er hat noch nichts dabei. Okay. Ja, die können schon. Jetzt muss ich doch noch mal kurz kontrollieren. Habe ich überhaupt darauf geachtet, ob die Baumaterial transportieren können, hier die Antonov? Alle Güter. Alle Güter. Jawohl, sie können. Okay, dann passt das. Gut, liebe Freunde, dann danke ich euch fürs Zusehen. Hoffe, dass euch ein bisschen gefallen. Und dann hoffe ich natürlich, wir sehen uns morgen wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.